So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder hier in der Grafschaft Bentheim unterwegs und befinde mich hier wieder in einem etwas größeren Waldstück. Und hier im Wald sollen zwei Shelter rumstehen. Einfach so. Ich hatte versucht, mir Informationen zu beschaffen darüber, aber leider habe ich darüber nichts gefunden. Warum die hier stehen, wer die hier hergestellt hat, ja, keine Ahnung. Aber wir schauen uns das mal an. Also seid gespannt, was wir vorfinden. So, jetzt haben wir die Position erreicht, wo die zwei Shelter rumstehen. Und den ersten, den haben wir hier schon mal. Ja. Schon ein gigantisches Bauwerk hier. Aber warum? Warum steht das Ding hier? Und sein Artgenosse daneben gleich. Ja, und bei denen sieht man hier auch wunderbar diese massive Tür hier vorn. Ja, ist schon Wahnsinn. Warum steht sowas hier mitten im Wald rum? Ja, und gleich daneben finden wir seinen Bruder. Ja, hier fehlt diese riesige, gigantische Tür. Dafür hat man jetzt hier ein Gitter davor gemacht. Und es gibt auch noch hier einen Eingang. So, jetzt befinde ich mich hier im Inneren von dem Shelter. Ja, der Boden ist voll mit Sand. Hier die große Rückwand. Und wenn man sich diese Konstruktion ansieht hier, diese Röhren, die hier langlaufen, es ist beeindruckend. Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich kann leider nichts dazu sagen, warum die beiden hier rumstehen. Was hier eingelagert wurde, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ja, hier außen ist alles sandig und wenn man hier weiter geht, da kommt man dann richtig auf Sandwege lang. So eine Art Kiesgrube ist hier noch in der Nähe. Also es weckt für mich auf alle Fälle so die Erinnerungen an meine Armeezeit, als wir auf dem Truppenübungsplatz unterwegs waren. Da sah das fast genauso aus. Nur, dass wir eben nicht zwei so eine Shelter dort rumstehen hatten. Ja, also viel mehr kann ich jetzt hier über diese zwei Shelter auch leider nicht berichten. Wer was rausfindet, ja, wäre schön, wenn dann jemand das mal unten in die Kommentare schreiben würde.
Wer hier den Zweck der Shelter kennt, wäre sehr gut. Aber bis dahin erstmal war es das mit dem Video. Mit den Eindrücken hier und denen der Drohne verabschiede ich mich hier. Ja, hat euch das Video gefallen, dann lasst doch bitte ein Like da, einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, bleibt neugierig auf das nächste Video. Dann ciao, ciao, euer Thomas.